Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Friends, ich bin gespannt. Wir haben eine, Digga, nicht ganz so angenehme Release-Woche. Nicht vieles rausgekommen. Irgendwie, vielleicht hören wir bei ein, zwei anderen Leuten mal wieder rein, wo ich bis jetzt noch keine Reaction zu gemacht habe oder so. Aber erst einmal die altbekannten Hasen abarbeiten. Jamule hat das Intro zu seinem neuen Album gedroppt. Ich weiß noch gar nichts vom Album. Das heißt Magic scheinbar. Ich werde euch auf jeden Fall den Link zur Box in die Beschreibung packen. Bestellt euch gerne vor, wenn ihr jetzt schon wollt. Das Ganze ist produziert von Mix MacLeod und von Deeds. Deeds sagt mir nada, niente. Ich bin aber sehr gespannt. Ihr wisst, ich mag Jamule sehr, 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 sehr gerne. Es gibt nur Ausnahmesachen, die ich bei ihm nicht so sehr fühle. Deswegen, ey, ich würde sagen, wir einfach rein, Mann. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das Musikvideo ist von One Take Films. Und ja, Mann, keine Ahnung. Ich freue mich sehr aufs Album. Let's go. MGMT. Was? Management. Oh, Digga, ich dachte gerade schon, was heißt MGMT? Oh, der Beat könnte ganz geil werden. Der Beat könnte sehr, sehr nice sein. Ich check gerade ab. Ich könnte in sowas nicht wohnen. Ist das Hotelzimmer oder ist das ein Wohnzimmer? Das ist mir hier, ich brauche ein bisschen Platz, es ist alles viel zu eng. Komme vom Packs verkaufen mit 16.000. Hab schon erlebt, heute sind es 16.000. Ich steh da draußen, bin auf der Stage. Okay, also, ich muss vielleicht einige täuschen. Erst einmal, der Beat 1 Plus mit Sternchen gefällt mir sehr. Den auf einer dicken Anlage. Ich mag aber solche langsamen Beats bei Jamule nicht so, wenn er so langsam rappt. Ich brauche bei ihm so, dass er ein bisschen durchflowen kann. Aber wir lassen uns mal drauf ein, wir lassen uns mal drauf ein. Ich finde es sehr schön, wie hier die ganzen Albumcover und Singlecover sind. Und eben haben wir auch für XXL die Goldplatte gesehen. Oh, XXL war so gut, Mann. Aber hört euch den XXL Remix an. Mashallah, auch übertrieben nice. Schon erlebt, heute sind es 16.000. Ich steh da draußen, bin auf der Stage. Ich kann es echt nicht glauben. Fake Fans verkaufen dich für das Geld. Freunde verloren, doch Cash gemacht. Ich muss sagen, mir gefällt. Heute chill ich im Wasser mit Brüder beim Dinner. So war's nicht immer. Das gefällt mir eher, glaube ich. Wobei ich den Part vielleicht ein paar Mal mehr hören muss. Aber so im ersten Eindruck nicht so mein Jam. Wen kümmert es jetzt, ob ihr noch über mich redet? Weiß, dass ich euch fehle, doch meine Nummer ist besetzt. Gestern noch Party und heute schon wieder mein Zimmer sieht. Okay, hohe Stimme, auch wieder nicht mein Fall. Aber ich fand den Übergang cool. Von den langsamen zum schnellen. Ich glaube, Fake Fans verkaufen. Das Musikvideo gefällt mir auch, muss ich sagen. So auf, ich filme ein bisschen selber was. Wir hatten eben ein, zwei Szenen, wo er im Spiegel sich selber gefilmt hat. Und dann zwischen High-Quality-Aufnahme, aber alles läuft gleichzeitig, so ein Mosaik haben wir hier. Und ich will das Geld, Freunde verloren, doch Cash gemacht, ich muss sagen, mir gefällt. Heute chill ich im Wasser mit Brüder beim Dinner, so war's nicht immer, wen kümmert es jetzt? Ob ihr noch über mich redet, weiß, dass ich euch fehle, doch meine Nummer ist besetzt. Das fühle ich. Gestern noch Party und jetzt schon wieder mein Zimmer, sieht das wie das von Shiny Flex. Muss nicht sein. Überall Barbies und Glamour, bisschen Glas und Dämmer, willkommen in den News einer Welt. Wir lachen es weg. Oh. Sehe sie nah. Das ist die Ich finde, man sieht dem Ding an, dass es ein Intro ist, was ja auch für ein Intro gar nicht ganz schlechtes heißen soll. Es gibt ein, zwei Sachen, die ich halt nicht so gerne mag, man. Dieses langsame am Anfang oder auch jetzt wieder so, ist nicht mein Ding. Und auch wenn es zu hoch geht, ich weiß nicht, warum wir das gerade so im Trend haben, dass man immer seine Stimme so hoch wie es geht machen muss oder pitchen muss oder bearbeiten muss. Ich bin da kein Fan von, Mann. Aber also, wahrscheinlich ist es gerade einfach so in Mode, ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, dem das nicht zusagt so. Aber ich finde, das Musikvideo ist eine sehr coole Idee. Und er hatte ein, zwei coole Zeilen schon gedroppt, irgendwie auch
Ob ihr immer noch über mich redet, so, keine Ahnung, juckt mich nicht. Aber macht gerne, macht ihr eh so, irgendwie vom Wortlaut her. Dieses Arrogante kommt halt wieder rüber, was ich sehr gerne bei ihm mag. Hab schon erlebt, heute sind es 16.000, ich steh da draußen, bin auf der Stage. Ich kann es echt nicht glauben, Fake-Fans verkaufen dich. Der Beat ist geil. Ich hab Freunde verloren, doch Cash gemacht, ich muss sagen, mir gefällt. Viel zu viele Sachs, jeden Ficke, jeder Mensch. Zu viele Meinungen, die wollen mich schon lenken. Kopf gefickt, ich kann nicht mehr klar denken. Tut mir leid, nein, ich bin nicht deine Rente. Es hört sich ein bisschen an, oder es hat so das Feeling wie blutige Trainings. Rockstar, das hört sich nicht so an, es hat dasselbe Feeling. Kopf gefickt, ich kann nicht mehr klar denken. Tut mir leid, nein, ich bin nicht deine Rente. Tut mir leid, ich werd gerade zu Legende. Ist vorbei, es gibt nichts mehr zu verschenken. Es geht weiter, noch lange nicht zu Ende. Es ist Freitag und es heißt, das Ninja jobbt und alle hören zu. Geh wieder top, denn der. Dieses Arrogante halt, dieses Arrogante liebe ich. Dieses Arrogante liebe ich. Und das kommt halt gut rüber. Es ist Freitag und es heißt das, Ninja jobbt und alle hören zu. Geh wieder top, denn ich mach die Moves. Dein Album flappt. Geh wieder top, denn ich mach die Moves. Diesen schnelleren Flow mag ich halt gerne bei ihm. Das Ninja jobbt und alle hören zu. Geh wieder top, denn ich mach die Moves. Dein Album flappt, es war leider nicht gut. Hat nicht geklappt, doch du hast es versucht. Hab nie eins gelesen, doch schreib bald dein Buch. Wird gern. Hab nie eins gelesen, doch schreib bald ein Buch. Ah, bin ich aber nicht so ein Fan von jeder auf Krampf ein Buch rausbringen, jeder auf Krampf ein Eistee rausbringen, jeder auf Krampf das rausbringen, jeder auf Krampf das rausbringen. Wäre cool, wenn es was, mal was anderes ist. Wenn es irgendein, keine Ahnung, was ist, aber nicht die 80. Biografie und die 80. Hey Mann, mein Name ist so und so und ich zeige euch, wie ich jetzt zum Rapstar geworden bin. So. Keine Ahnung, da hatten wir jetzt schon genug Bücher von. Dann lieber sowas wie Das ist Alpha oder wie das hieß, die 10 Bossgebote. Oder von, doch eher sowas wie von Kolle, so nicht vielleicht, nicht so, vielleicht nicht so ein Ratgeber, aber sowas in der Art, mal was anderes zumindest. Hat nicht geklappt, doch du hast es versucht. Hab mir eins gelesen, doch schreib bald dein Buch. Wird gern hassen, doch mein Herz ist so gut. Ich muss puffen, bin allein in der Booth. Weiter hassen, denn ich weiß, ihr guckt zu. Ihr Lachen ist fake. Sie ist in an. Das fühle ich sehr. Ich kenne das Gameplay. Bleib auf Distanz. Post ein paar Monate lang nicht so finster, nur weil ich es kann. Der Beat ist auch wunderschön. Ich hab eine Plain Jane, doch trag Diamant. Komme vom Pace verkaufen mit 16.000 am Schande. Hier wäre halt so ein härterer Einstieg, Alter, gewesen. Hey, da sind es 16.000, ich steh da draußen, bin auf der Stage. Ich kann es echt nicht glauben, Fake-Fans verkaufen. Ich will es, geht Freunde verloren, doch Cash gemacht. Ich muss sagen, mir gefällt's. Aber Bro, cooles Musikvideo. Ich hab Träume, die führen weiter als zum Stadtrand. Wollte bauen, doch ich saß auf der Ersatzbahn. Das ist der Jamule, den ich fühle. Bin verloren, mache Songs die ganze Nacht lang auf. Sache ist mein Name, doch im Abspann auf. Magic, okay, ja. Geil. Release Date 14.01. Okay, also in ziemlich genau 2,5 Monaten kommt das Ding raus. Geil. Okay. Okay, not bad. In 3,5 Monaten. In 3,5 Monaten kommt das Ding raus. Not bad actually. Mir gefällt der Beat extrem gut, weil das mal was ganz anderes ist. Und auch ungewohnt, Jamule darauf zu hören, immer noch. Ich mag die langsamen Passagen nicht so gerne irgendwie. Da, wo es so zu weit nach oben geht, ist nicht so mein Fall. Aber ansonsten kommt das Arrogante rüber. Es kommt gut dieses, ich bin besser als alle anderen, aber ich stelle es nicht zu sehr raus rüber. So ein bisschen diese Shindy-Vibes, die ich gerne bei ihm mag. Wir hatten ein sehr ästhetisches Musikvideo, Mann. Wir hatten viel, so diese Mosaiktechnik, vieles ist passiert. Das hat mir sehr gefallen. Und ansonsten ist noch Bock auf mehr. Es war nicht 100% mein Geschmack, aber es macht Bock auf mehr, weil es auch mal was anderes ist. Vielleicht bin ich deswegen noch ein bisschen unschlüssig. Aber ich würde sagen, wir geben uns auf jeden Fall die nächsten Sachen, die davon rauskommen werden. Lasst mir auch mal natürlich in den Kommentaren da, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer natürlich, und ciao.